Hallo, wir sind hier im Ibis Rostock am Stadthafen. Ich verbringe hier 2 Nächte. Und wir schauen uns mal das Zimmer an. Es ist ein Standardzimmer mit der Nummer 222. Liegt nach hinten aus. Bisschen ruhig, weil es gibt vorne eine Straße, die ein bisschen lauter ist. Und ich möchte doch angenehmen Schlaf haben. Ja. Ausgestattet ist dieses Zimmer mit dem wirklich sehr bequemen Suitebett bei Ibis. Das ist eines der meiner Meinung nach bequemsten Betten, die ich kenne in Hotels. War für mich auch mit der Grund, hier zu buchen. Ja, was haben wir sonst noch so? Ein Fenster, ein Schreibtisch mit einem Stuhl, kleine Sitzecke, andere Seite Fernseher, nicht groß. Aber mir egal, weil wer wird bei mir sowieso ausbleiben. Teppichboden ist recht neu, hat so diese Holzmusterung. Es gibt so eine kleine Zwischentür, durch die wir eben schon durchgekommen sind. Das ist ganz praktisch, die kann man dann zumachen abends und hört dann noch weniger, was draußen im Flur vielleicht gesprochen wird. Gibt einen Ablagefach, Kleiderbügel sind da. Ausgestattet ist das Zimmer ansonsten noch mit einer Dusche, Waschbecken, Toilettenbecken, alles da. Hier ist die Dusche. Auf der anderen Seite haben wir noch einen Föhn, Handtücher, was man so braucht halt. Ich zahle hier so um die 50 Euro pro Nacht. Das ist für Rostock okay. Wenn das sind so die üblichen Preise so außerhalb irgendwelcher Großveranstaltungen, wenn dann nächste Woche hier die Hansa Sale stattfindet, dann zahlt man hier auch schon mal das Dreifache. Tja, alles was man braucht. Was ein bisschen doof ist mir schon aufgefallen, sind die Steckdosen. Die findet man nämlich unterm Schreibtisch ein bisschen versteckt, 2 Stück an der Zahl. Am Bett sind leider keine. Wer also hier ein Zimmer hat, vielleicht eine Verlängerungsschnur mitbringen, Vielfachstecker, damit das mit dem Strom ein bisschen besser funktioniert. Natürlich auch mit Klimaanlage ausgestattet. Man muss hier also im Sommer auch nicht schwitzen. Alles, was man braucht, kann man machen.